Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Vortex. Ich hoffe mal, euch geht's gut, denn ich habe heute mit euch was Besonderes vor. Und zwar möchte ich mit euch heute eine Klasse erstellen für Suchen und Zerstören. Bitte denkt daran, einen Daumen hoch und ein Abo zu hinterlassen, das würde uns sehr helfen. Aber nun gut, Schluss mit dem Betteln und los mit dem Video. Ja, wir machen eine Klasse für Suchen und Zerstören und da fangen wir direkt mal an. Ich habe hier mal eine ganz leere Klasse für euch. Wir gehen das mal alles durch in Situationen und zwar jeweils mit MP und Sturmgewehre. Fangen wir mit den Sturmgewehren an. Die Honey Badger ist zu empfehlen, da sie einen integrierten Schalldämpfer hat. Ist klar, weiß jeder, die Waffe ist stark, aber wir machen das ganze Beispiel mal mit der FAD. Und zwar spielen wir die FAD folgendermaßen mit Schalldämpfer, weil wir in Suchen Zerstören eher unüberwacht oder unentdeckt bleiben wollen, wie wir auch immer das nennen wollen. Und dann nehmen wir natürlich noch für den Unterlauf den Vordergriff mit. Da die Waffe doch zu einem leichten Rückstoß neigt, gehen wir dann über zu den Tarnungen. Die sind eigentlich relativ wurscht, aber weil ich hier gerade im lokalen Spiel bin, kann ich natürlich die Goldtarnung reinhauen, weil ich ein Styler bin. Sieht man hier rechts schon ganz schön. Die goldene FAD sieht nice aus. Sekundärwaffe benutzen wir keine, weil wir uns das Ganze für ein Extra aufheben. Die USBV nehmen wir mit zum Platzieren der USBV an Bombenplätzen, um diese zu schützen oder vor Entschärfung zu beschützen. Dann gehen wir über zu den Extras. Bei den Extras ist natürlich jetzt zu sagen, da es Suchen Zerstören ist, brauchen wir Totenstille. Wer ein Gaming-Headset hat, nimmt sich Verstärker mit. Ich stehe immer drauf, wenn wir Fingerfertigkeit und schnell ziehen dabei haben. Dann sind die Extras soweit schon fast voll. Aber da wir Suchen Zerstören spielen, nehmen wir noch das heimliche Erniedrigung mit. Damit sind die Gegner, die wir umbringen, nicht zu sehen mit einem X und so einem Totenkopf auf der Map. Finde ich eigentlich ganz nice. Dann gehen wir über zu den Killstreaks, da haben wir einmal Unterstützung. Warum Unterstützung? Ja, Unterstützung ist deshalb, weil wenn wir in Suchen Zerstören mal sterben gehen sollten und wir nehmen den Soldaten, ist das schon ziemlich ärgerlich, weil ja dann die Killstreaks wieder beendet sind und in Suchen Zerstören macht man allgemein nicht so viele Kills, deswegen würde ich sagen, entweder 4 und 8 reichen oder nur 4 oder 4, 6, 8, wie ihr wollt, ganz euch überlassen, aber auf jeden Fall sind die Unterstützung zu empfehlen. Dann machen wir das hier alles mal wieder leer und gehen über zu den MPs. Bei den MPs haben wir nicht viel Auswahl, aber da entweder ist da eine gute MP, die MTAR oder die Vapor, wie auch immer ihr die beiden nehmen wollt. Mir ist das egal, wir machen das Ganze jetzt mal mit der MTAR, weil das eine super Waffe ist. Da nehmen wir auch wieder den Griff mit. Bei der Waffe, die schwächelt ein bisschen am Schaden, deswegen nehmen wir da noch panzerbrechende Munition mit. Sekundär machen wir wieder keine, die ganze Waffe wieder in Gold. Primärausrüstung ist es wieder die USBV und dann gehen wir über mit Marathon Leichtgewicht. Dann Fingerfertigkeit, schnell zielen, aber was haben wir jetzt vergessen? Natürlich scheiße, Totenstille fehlt. Dann machen wir das so rein. So, jetzt sind wir natürlich bei der Entscheidung. Wir haben noch ein extra frei. Entweder machen wir jetzt so, wir sagen, wir wollen mehr rushen. Dann machen wir das Ganze hier mit Verstärker und ohne Primärausrüstung. Wenn wir doch eher mit Verteidigung und als Objektiv spielen wollen, dann hauen wir uns die USBV rein und tun Vorbereitung rein. Das hilft uns doch ganz schön ziemlich. Und dann gehen wir wieder über zum Angriffspaket. Das Angriffspaket nehmen wir hier wieder die Unterstützung, wie vorher gewohnt, mit 4, 6, 8 oder so, wie ihr das Ganze machen wollt. Ich mache jetzt einfach mal wieder 4, 6, 8 rein. Und das wären dann schon die zwei Klassen mit der MP und mit dem Sturmgewehr. Ich hoffe mal, euch hat's gefallen, Jungs. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Geht sicher, dass ihr einen Daumen hoch nach oben gegeben habt. Und wenn's möglich ist, bitte drückt mal den Abonnieren-Knopf. Das dauert euch, das bringt euch nur 2 Sekunden eures Lebens weniger. Aber auf jeden Fall, haut rein, Jungs. Das war's von mir, euer Vortex. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus!